Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge wieder auf der Dürrenrot. Der Justin ist noch mit dabei, aber verpisst sich gleich. Wir schwaden hier direkt eine Runde weiter. Direkt aktiv im Hustle. Die letzte Runde Folge beendet, geht's direkt weiter. Dann kann Justin nämlich heute Abend, wo ich nicht da bin, das Gras einfahren. Oder pressen. Oder pressen, je nachdem. Ich glaube, möglichst viel halt einfahren, würde ich sagen. Ja. Und dann schauen wir mal. Ich räume in der Zeit noch ein bisschen auf dem Hof auf. Genau. Und ich werde heute Abend noch flügen. Genau, das soll auch der Plan sein. Wir nehmen jetzt gerade nachmittags auf. 16 Uhr haben wir jetzt gerade schon. Der Tag hat für mich erst um 12 begonnen, von daher. Jetzt, wo wir auch Paint Anywhere drauf haben, könntest du ja mal bei Ben das komische Müllgras wegmachen. Ja? Der hat auch übrigens müsste. Der hat auch seinen gesamten Hof verkauft. Da hat er den natürlich nicht benutzt. Deswegen steht da jetzt nur noch das eine Gebäude. Ja, da habe ich aber auch was vor. Können wir da die Siedlung knallen? Ich finde, da wird viel verwuchert aussehen. Der soll machen, was er will damit. Ist nicht mein Problem, solange wie es einigermaßen akzeptabel aussieht. Wenn und akzeptabel aussehen? Ja, schwierig, aber möglich. Das sind zwei Wochen, die nicht aufeinander passen. Naja. So. Egal, fahren wir mal direkt hier wieder nach Hügelhausen. Wer kennt's nicht? Unsere Lieblinge. Ja, das gibt jetzt wieder einen Spaß. Oh, es geht weg. Was geht weg? Das Gras. Ja, die Biene. Ben hat sich extra dafür eine Mutter gekauft. Ist nicht mein Problem. So ist es einfacher. Mittlerweile haben wir ja auch schon 30,5 Stunden auf dem Fendt. Für LS ziemlich viel. Man merkt auch, Reparatur geht ziemlich schnell runter. Das ist wirklich so, ne? Ja, ja. Dass die so älter die werden, umso schneller die Reparatur. Also 40 Stunden würde ich vielleicht machen oder 45 und dann ist vielleicht schon sinnvoll, da was anderes herzubringen. Der bringt gefühlt gar nichts mehr. So runtergeranzt wie der ist. K. Doch noch so viel. Mein Johnny 80. Oh. Was wird denn da? Was ist denn dein Favorit darunter? Wo? Wenn jetzt was Neues kommen müsste. Gute Frage. Also ich würde auf jeden Fall wieder so Richtung 260, 270 PS gehen. 700 Volt? Ja, weiß ich nicht. Jo, der Schwader macht auch ganz komische Sachen. 800er Glas? Ja. Ich könnte mir auch einen Johnny vorstellen. Was denn für einen? Keine Ahnung, 6R. Oh, das war das Falsche. Es gibt die E6R Large Farm Series. Hä? 2015! Luca, die hat aber 255 PS nur, ne? Nur? Ist ja zu wenig. Also an sich ist mir schon zu wenig. So, dann einmal Vollgas hier. Das ist Hügel raus. Das ist mein nächster. Ja? Das ist mein nächster. Wer? Johnny. Achso. What's right is wrong instead, cause I
So. Sind wir auch schon am nächsten Feld. Knall mal hier gleich direkt weiter. Läuft sehr gut. Ich glaube, der Schwader bräuchte dann auch mal eine Reparatur. Aber daran soll es ja jetzt nicht scheitern. Deswegen Vollgas, Schwader runter. Nächstes Feld. Hier die zwei schön zusammen zu einem. Sehr geil. Abfahrt, Jungs. So, alles fertig geschwadert jetzt. Dann bin ich jetzt erstmal raus. Justin fährt heute Abend den ganzen A noch ein und flügt dann noch. Und dann schauen wir mal, wie wir danach weitermachen. Noch den Schwader hier kurz aufräumen. Der hat schon wieder die Halle zugerammelt. So, einmal kurz aufmachen. Bisschen kommen. Ja, perfekt. So. Und dann haben wir das auch erledigt. 31,8 Stunden auf dem Fendt. Läuft auf jeden Fall nicht zu wenig. Da merkt man langsam, dass es sich auch lohnt. Auch wenn es reparieren immer öfters vorkommt. Und dann stellen wir den hier mal rein. Schauen. Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wieder auf der Dürrenrot zusammen mit Justin, Jonas und Jan. Triple J. Servus. Wir wissen noch nicht mal, ob die Folge überhaupt kommen wird oder ob wir die einfach skippen. Egal. Und zwar tun wir heute Gras häckseln noch bei der BGA, also bei Jan. Weiß nicht, bei Jonas ist bei dir auch noch was? Nö. Okay. Diesmal nicht. Gut, wo fangen wir an, habt ihr gesagt? War aber der 1. Bei der 1. Der letzte hat sich aufgehangen. Stark, Justin. Ich join neu. Der hätte mir stinken. Aber mir erst nicht. Ich bin im Weg, wie geil. We'll be right back.
is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn down. Was ist mit der heutigen Folge? Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne bei Chipotle, unserem Partner, vorbei. Mit unserem Link in der Videobeschreibung erhaltet ihr da auch 10% Rabatt auf alle Game-Server. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute.